Willkommen bei Malida und zur Folge 13 von Dead by Daylight. Wir sind immer noch mitten im Sommerblutfest. Das bedeutet, wir kriegen immer noch dreifach Punkte. Und leider bin ich hier im Gedenkinstitut gelandet. Das ist ja meine absolute Anti-Map. Okay, aber wir versuchen jetzt erstmal das Beste daraus zu machen. Ja, wieder vereint. So. Die ersten Punkte sind eingefahren. So, wo ist jetzt hier irgendwie mein Generator? Na. Noch wissen wir noch nicht, wer der Killer ist. Der Fallensteller ist es bestimmt nicht, sonst hätten wir ja schon ein paar Fallen gesehen. So, jetzt erstmal leise hier drüber. Ach, der. Der Kettensägenmann. Ja gut, das einzige Positive ist, zumindest so richtig lange Strecken wird er mit seiner Kettensäge ja nicht abfahren können. So, jetzt habe ich mir erstmal hier schön Fähigkeiten-Check-Fehler erlaubt. Ich denke, wir sollten jetzt jederzeit damit rechnen, dass er kommt. Okay, vielleicht schaffen wir das. Ja, der sieht gut aus. Ach, er hat da hinten einen erwischt. Okay, das heißt, er ist ja schon mal ordentlich was weg. So, ich sabotiere jetzt einmal hier den Haken. Das geht ja gut. Okay. Boah, 4 Checks für eine Sabotage hier. So, sie arbeitet schon wieder am nächsten. Ja, okay, dann machen wir jetzt hier auch mit weiter. So. Ja, soll er den da hinten ruhig jagen? Dann können wir hier in Ruhe die Generatoren machen. Oh, jetzt kommt er hin. Jetzt kommt er hin. Oh, jetzt kommt er hin. Wohin jetzt? Okay. So, gucken wir mal, dass wir ihn jetzt hier heilen können. Okay, der ist auf jeden Fall in der Nähe. Ja, komm jetzt endlich raus, Mann. Okay. So. Oh, super, jetzt habe ich den bestimmt hier hingelockt. Das wird kacke. Wow, der ist jetzt an uns vorbei. Okay, oh. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Jetzt guckt er noch in den Schrank. Boah, da haben wir jetzt aber Schwein gehabt. Vor allem darf ich nicht zu übermütig werden beim Fähigkeitencheck. Weil ich jetzt wieder ein Großartigen haben wollte, war ich zu früh. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir den vielleicht auch noch fertig machen. Dann hätten wir schon 3. Bisher hat er nur den einen erwischt. Ja, okay.
bisher läuft ja gar nicht schlecht. Und wenn es jetzt zum Sommerblutfest sind diese Matches dann immer besonders gut. So. So, das Sommerblutfest läuft außerdem noch heute und ich meine. Also jetzt noch den kompletten Sonntag und er hat wieder einen erwischt und den kompletten Montag, weil ich glaube am 8. August 0 Uhr UTC ist das beendet. Das heißt, der ganze Montag müsste noch mitgenommen werden, ne? So, jetzt mal gucken. Bisher waren wir an allen drei Generatoren beteiligt. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Okay, er hat jemanden down. Einer verletzt und einer down. Obwohl der Verletzte, ich glaube, hat er jetzt am Generator weitergemacht. Könnte man jetzt auf jeden Fall schlecht erkennen. So, ich bin mal gespannt. Oh, der konnte sich befreien. Der konnte sich aus dem Griff befreien. Wie geil ist das denn? Ich glaube, jetzt versuchen wir mal dem einen hier zu helfen. Dem wird schon geholfen, ne? Jo. Okay, machen wir uns wieder auf den Weg zum Generator. So, leise hier drüber, damit er uns nicht hört. Wo ist jetzt der andere hin? Der hätte doch jetzt schon mithelfen können. Okay. Jo, komm, jetzt helf mit. Okay, danach nur noch einen. Aber echt gut, ey. Diese Runde läuft ja bisher richtig reibungslos. Gut, diese eine Aufregung, als er uns da gerade gesucht hat, aber er hat uns ja nicht gefunden. So, das ist auf jeden Fall die Hauptsache. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall. Er hat schon wieder jemanden down, ist das nicht der gleiche? Könnte der gleiche sein. Na gut, aber er hat ihn dann noch nicht aufgehangen, deswegen ist es eigentlich egal. Er kommt auf jeden Fall in die erste Opferphase rein. So, ich versuche jetzt nochmal eben schnell einen weiteren Generator zu finden. Okay, er hat ihn aufgehangen. Zumindest einmal aufgehangen, auch wenn man zweimal gehört hat. Ja gut, er könnte ja, ne? Die Schulter aufspießen quasi und dann das eine Bein nehmen, im Spagat-Style, auch an den Haken dran flanschen quasi, aber das gibt das Spiel wohl nicht her. Okay, jetzt gucken wir einfach mal. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die anderen den vom Haken holen. Und wir jetzt erst uns einmal um diesen Generator hier kümmern. Okay, was macht er da für eine Action? Ich weiß auch gar nicht, wie er sich verhält, wenn einer am Haken hat, ob er ein Camper ist oder nicht. Okay, anscheinend nicht. Zumindest kein Facecamper. Er ist nämlich vom Haken. Okay, was nun? Ich glaube hier vorne. Wo war jetzt ein Ausgang? War jetzt hier vorne nicht direkt ein Ausgang? Mal schauen. So, komm schon. Ey, dann habe ich doch jetzt, glaube ich, an allen fünf Generatoren mitgewirkt, oder? Obwohl der eine ist schon wieder down. Okay, kümmern wir uns erst einmal hier um diesen Ausgang. Machen den einmal auf. Jo, er wurde schon wieder dran geflanscht. Ich denke mal nicht, dass er jetzt zu uns kommen wird, oder? Der andere Eingang war doch viel näher. Ach, der ist auch schon wieder vom Haken befreit worden.
und schon wieder down. Wenn er jetzt an den Haken kommt, ist er... Dann segnet er das Zeitliche. Auch übel, so kurz vor Schluss. Ey, ich muss zugeben, ich habe das erste Mal jetzt anscheinend Maximum Punkte in der Zielkategorie. Ja, gehen wir jetzt auch einfach raus. Der andere ist ja dead. Without daylight quasi. So, überlebt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte. Zumindest Rang 18 weiter gestärkt, würde ich sagen, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. So, Zielkategorie 8000. Überleben 5000, klar. Okay, Gesamt... Ne, wir müssen nur einen weitergehen. So, 16.000, 19 Punkte. Ja, okay. Ich würde sagen, war auf jeden Fall eine gute Runde. Bis auf die eine Aufregung ziemlich unaufgeregt für mich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Malida.